Sehr wichtig ist es natürlich zu gucken, wie halte ich mein Telefon den ganzen Tag. Sie telefonieren bestimmt viel und es ist sehr wichtig, da nicht den Hörer zwischen Schultern und Ohren zu nehmen, sondern natürlich immer wieder diese normale Haltung einzunehmen, Headset vielleicht zu benutzen und vor allem immer wieder zu dehnen. Das wollen wir jetzt machen. Wir legen die rechte Hand ans linke Ohr, greifen über den Kopf, ziehen sehr sanft zur Seite, ohne viel Druck, aber bis der Zug langsam zu spüren ist. Die linke Hand winkeln wir nach oben an und ziehen die Schulter nach hinten unten, bis der Zug spürbar ist. Wir atmen gut weiter, sehr ruhig und versuchen zu entspannen. Und mit jedem Atemzug noch etwas die Schulter nach hinten unten zu ziehen und den Kopf leicht noch zur Seite zu neigen. An der Halswirbelsäule bitte sehr vorsichtig sein, kein Kraftakt, sehr sanft arbeiten. Nach 30 Sekunden kann die Hand wieder nach unten sinken, die linke, die Schulter kommt nach oben. Wir lassen langsam den Kopf los und kommen in die Mitte und spüren einen kurzen Augenblick den Unterschied von rechts zu links. Körperwahrnehmung ist wichtig, um einfach diesen Unterschied wahrzunehmen. Wir gehen zur anderen Seite, linke Hand greift zum rechten Ohr, neigen den Kopf leicht zur Seite, bis ein leichter Zug da ist. Die rechte Hand zieht nach oben, und die Schulter geht nach hinten unten. Wir atmen ruhig. Und verstärken diesen leichten Zug. Die Schulter geht noch weiter nach hinten unten. Der Kopf geht leicht weiter zur linken Seite. Auch dort wieder bitte nicht reißen, nur sanft halten. Nach 30 Sekunden lassen wir die Hand wieder sinken, die Schulter geht nach oben, die rechte Hand lässt los, der Kopf kommt in die Mitte. Viel Spaß beim Nachmachen.